Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Schreibst. Danke für das Kompliment, Nicole. Ich hoffe, du hast von deinem Bruder als Autor eine bessere Meinung. An Selbstbewusstsein hat es dir nie gefehlt, mein Lieber. Aber was willst du eigentlich? Ich lese ja deine Bücher. Lesen ja, aber nicht kaufen. Ein Autor braucht kaufende Leser. Da habt ihr es. Ganz der Sohn seines Vaters. Ja, warum nicht? Seine Auflagen sprechen dafür, dass er auch etwas von meinem Geschäftssinn geerbt hat. Jack, wie hoch ist die Auflage deines letzten Krimis? Oh, ihr werdet staunen. Auch du, Großpapa. Der mit geballter Spannung geschriebene Kriminalroman des jungen Autors Jack Dombey, Ein Verbrechen macht sich bezahlt, liegt in einer Auflagenhöhe von 80.000 Exemplaren vor. Bitte, 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 bitte. Mein Geschäftstalent, die künstlerische Neigung deiner Mutter und last not least, der kriminalistische Scharfsinn deines verehrten Großvaters, Jack. Du bist die Quintessenz meiner geliebten Familie. Mein lieber Schwiegersohn, dein Familiensinn scheint mir in diesem Augenblick etwas ironisch gefärbt. Aber durchaus nicht, durchaus nicht. Im Übrigen habe ich in meiner langen Laufbahn als Richter nie die Feststellung treffen können, dass ich ein Verbrechen bezahlt macht. Aber Papa, das ist doch nur kriminalistische Fantasie von Jack. Das muss doch nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also ich muss schon bitten, Mama. Ach was. Komm, Jack, schreib du deine Kriminalromane und überlass deinem Großvater die Praxis. Und jetzt wollen wir überhaupt nicht über sowas reden. Wir feiern doch ein Fest. Aber was denn für ein Fest? Ja, das ist das Geheimnis deines Vaters. Na, also nach dem Essen zu urteilen, Hummer, junge Rebhühner, Champagner. Da kann man doch nur freudig gespannt sein. Also, Papa, was feiern wir? Ja, also das soll noch eine kleine Weile mein Geheimnis bleiben. Oh, Papa als undurchschaubarer Festordner. Oh, komm, nun mach dich nicht lustig. Nein, spiel lieber noch was. Oh ja, ja, bitte. Da vergeht auch die Zeit schnell. Mhm. Na gut. Also wenn ich gefragt werde, aber ich werde ja nicht gefragt, mir liegen diese modernen Schlager ebenso wenig wie die Flut von Kriminalromanen. The gentle sex was made for men to marry, to tend his needs and see his food is cooked. The gentle sex was made for men to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of blooming luck. Na, Großpapa, war das nicht? Jeder von uns will doch ein Stückchen vom Glück haben, oder? Ja. Glück ist ein Geschenk, man soll sich dafür bedanken. Mehr kann man nicht tun. Ich weiß nicht, Papa, der oder jener greift dem Glück schon mal unter die Arme und zwingt es auf seine Seite. Oder so ein Stückchen vom Glück liegt auf einem Teller und ein armer Schlucker geht vorüber und stiehlt es. Nein, erzwungenes oder gestohlenes Glück ist kein Glück. Das ist meine Meinung. Ah, ich bin überzeugt, wenn man das Glück erst in die Hand bekommen hat, dann kann man es mit Klugheit auch zum Blühen bringen. Jack schwimmt heute auf den Wogen des Erfolges.
Dabei musste ich als Vater den Druck seines ersten Buches bezahlen. Was willst du, Papa? Ohne Geld kann heute auch der Begabteste nicht starben. Ohne Geld kann man in unserer Welt nur auf der Stelle treten. Also das halte ich für unmoralisch, aber ich weiß... Großpapa, so gesehen ist doch alles unmoralisch. Ich weiß, dass ich echte Werte durchsetzen kann. Von allein? Und das gelingt nur selten. Bedauerlich. Na hör mal, Papa, ich verstehe nicht, dass du so redest. Gerade du. Ich? Ja, du. Bitte nimm mir es nicht übel, aber als ich Henri heiratete, warst du nur ein einfacher Untersuchungsrichter. Und heute... Da bin ich Landgerichtspräsident. Also was willst du damit sagen? Ja. Glaubst du nicht, dass der Einfluss von Henri ein klein wenig daran beteiligt war? Na, hör mal. Das ist doch keine Schande. Wenn du nicht der Mann gewesen wärst, der du bist, hätte Merkur nichts tun können für deine Beförderung. Merkur war allerdings Henris Freund. Und war Justizminister. Also meine liebe Susanne, lass gut, muss schon sagen... Lass gut sein, Schwiegervater, ärgere dich nicht. Ich bin reich. Man ist nicht reich für sich allein, das wäre zu nichts Nütze. Die Familie muss Vorteile davon haben, das ist ganz normal. Und im Grunde bin ich es, der von deiner Beförderung profitiert hat. Also wenn die Beförderung von dieser Art Kuhhandel abhängig sein soll, dann... Ich bin überzeugt, dass meine Personalakte mich eines Tages an dieselbe Stelle geführt hätte. Ja, an der Altersgrenze vielleicht, Papa. Ja, wie deine armen Kollegen, die dahin vegetieren mit ihren Familien. Schließlich bin ich ja dekoriert worden, nicht wahr? Der Sohn des Präsidenten der Republik ist ebenfalls ein Freund von Henri. Er wollte sich erkenntlich zeigen für einige diskrete Gefälligkeiten, die ihm erwiesen wurden. Aber das ist doch... Also ich begreife nicht, warum du so empört bist, Papa. Also ich wiederhole. Es lag weder in meiner Absicht, dir irgendetwas vorzuwerfen, noch wollte ich deine Verdienste herabmindern. Aber Papa, warum regst du dich denn auf? Das Leben ist doch nun mal so. Das ist nicht das Leben, wie ich sehe. Nein, nein. Du schließt dich lieber in deine kleine Wohnung ein, im vierten Stock, wo es nach alten Büchern riecht. Wo du geboren bist, wo deine Mutter gestorben ist. Ja, und wo ich 20 Jahre lang nicht frei war. Ich habe alles getan, um dich glücklich zu machen. Oh, das war auch nicht deine Schuld. Ich hatte nur immer das Verlangen, oh Gott, wie viele junge Mädchen, einfach davon zu laufen. Dich zu verheiraten? Natürlich. Und eines Tages hast du den Märchenprinzen gefunden. Ja. Also mal abgesehen vom Märchenprinzen, was bedeutet euch wirklich die Ehe? Komische Frage. Das weißt du sehr gut. Ich will es hören. Na, Nicole? Liebe, Zärtlichkeit. Mhm. Susanne? Die Kinder. Na, und was weiter? Dass man gemeinsam ausgeht. Und sich hübsch anziehen kann für euch. Das Auto gehört natürlich auch dazu. Und wenn ihr einen armen Mann geheiratet hättet? Wahrscheinlich hätte man sich damit abgefunden. Aber wir haben uns reiche Männer ausgesucht. So, dein also Mann. Bitte mit meiner Mitgift und dem Direktorenposten, den du ihm verschafft hast. Ich war sicher, dass er reich werden würde. Du verdankst mir also dein Glück. Mhm. Aber ja, wir alle verdanken dir unser Glück. Wie auch Papa darüber denken mag. Ich habe niemals gesagt, dass ich Henri nicht dankbar wäre. Er ist immer sehr nobel gewesen, sehr freigebig und... Also eigentlich sollte in der Halle eine Bronzebüste von mir stehen, vor der ihr euch jeden Morgen verneigen könntet. Du machst dich lustig über uns, wie immer. Aber da heute ein Festtag ist, wenn wir auch noch immer nicht wissen, worum es sich handelt, möchten wir dir doch alle danken für das, was uns glücklich macht. Ja, Nicole. Danke, Henri. Danke, Papa. Ja, ich kann es nur bestätigen. Und ich muss bei dieser Gelegenheit sagen, dass ich mir niemals richtig klar gewesen bin über das, was ich heute Abend erfahren habe. Danke, Henri. Oh, Papa. Darf ich jetzt sprechen? Natürlich darfst du. Glaubt mir, ich bin sehr gerührt von euren Worten. Gerade heute. Es ist nämlich wirklich ein Festtag für uns. Wir feiern heute Abend... eine erste halbe Milliarde. Oh, gratuliere, Papa. Ja, und aus diesem Anlass habe ich mir für jeden von euch ein Geschenk ausgedacht. Hier, Madame Dombry, das Diamantencollier, um das du mich nie gebeten hast, aber das du doch sicherlich... Ja. Für dich, Nicole, hätte ich mir gewünscht, dass dein Mann bei uns gewesen wäre, aber er musste nach Lyon. Und ich wollte gerade heute dieses Fest feiern. Also mein Geschenk für euch ist meine Fabrik in Lyon, deren Leitung dein Mann übernehmen wird und die dein Eigentum sein soll. Papa, oh, das ist ja toll, Mama. Ja, ich bin genauso überrascht wie du, Nicole. Ja, ich freue mich sehr für euch und für eure Kinder. Danke, Papa. Danke. Bitte schön.
Und du, Jacques? Ja. Du bekommst das Verlagshaus, von dem du schon so lange träumst. Oh, Papa. Ja, mein Junge. Ein Scheck, der ausreichen dürfte. Was dich betrifft, Schwiegervater... Nein, 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 ich habe keinerlei Anspruch. Oh, doch, doch, doch. Ich verdanke dir viel. Mir? Ich wüsste wirklich nicht, was... Hab Geduld. Du wirst es noch erfahren. Inzwischen ist hier der Pachtvertrag für die kleine Villa mit Garten und Fischteich, die wir uns im Frühjahr angesehen haben, für dich der erträumte Ort für deine alten Tage, von denen ich nur wünsche und sehr hoffe, dass sie zahlreich sein mögen. Also nein, das Geschenk kann ich wirklich nicht annehmen. Aber würdest du mir dieses Geschenk nicht auch machen, wenn ich es mir nicht leisten könnte und du könntest es? Ja, gewiss, aber... Na, also siehst du. Also keinen Einwand. Auf euer aller Gesundheit. Und auf deine, Papa. Susanne. Ja. Ja. Und für dich hast du kein Geschenk? Mhm. Doch. Was denn für eins? Ja, sag es, Papa. Ich hoffe, ein schönes. Ja, also mir gefällt es jedenfalls. Na, und was ist es? Ein Romanstoff. Was? Ein Roman? Henri, was heißt das? Papa, du willst einen Roman schreiben? Nein. Nein, erleben. Wie? Verstehe ich nicht. Was für ein Thema ist es denn? Hast du schon einen Titel? Ja. Welchen? Ein Verbrechen macht sich bezahlt. Was? Ja, aber der Titel gehört doch Jack. Ja, mein Roman soll ja auch nicht erscheinen. Er wird nur 4 Leser haben. Oder besser, 4 Hörer. Wie meinst du das? Euch 4. Und sonst niemand. Es sei denn, dass ihr Wert darauf legt, die Sache herumzuerzählen, woran ich aber zweifle. Es handelt sich um die Geschichte eines Mannes. Eine wahre Geschichte? Ja, ja, ja. Er kommt aus einer armen Familie. Ich meine nicht das graue Elend, durchlöcherte Sohlen, Mahlzeiten, die nur aus Kartoffeln bestehen und so weiter und so weiter. Nein, schlimmer. Aber was kann denn noch schlimmer sein? Die Mittelmäßigkeit. Die für den Jungen niederschmetternde Erkenntnis, als er ungefähr 18 ist, dass sein Vater und seine Mutter mittelmäßig sind. Und dass sie es immer bleiben werden. Diese Mittelmäßigkeit vergiftet jahrelang das Leben des Jungen, beengt ihn und lähmt ihn, lässt ihm keine Luft zum Atmen und ekelt ihn an. Das ist doch ziemlich alltäglich. Ja, vielleicht. Erzähl weiter. Der junge Mann zieht seine Folgerungen. Er hat begriffen, dass die Menschen sich in 2 Kategorien einteilen lassen. Diejenigen, die verschlingen und diejenigen, die verschlungen werden. Also er beschließt... Sich nicht verschlingen zu lassen. Natürlich. Ja. Aber er beschließt es mit einer Festigkeit, einer kalten Entschlossenheit, die selten ist bei einem jungen Mann in diesem Alter. Nur ziemlich selten. Für seine Eltern, vor allem für seinen Vater, empfindet er nur noch eine Art verachtungsvolles Mitleid. Verachtungsvolles Mitleid, aber Mitleid, Barmherzigkeit und Güte wird doch... Nur Schwäche. Nur Schwäche, wenn man daran glaubt, und Heuchelei, wenn man sich ihrer bedient. Merkwürdig, Papa, dass gerade dir eine solche Idee kommt. Ja, Henri, du bist doch die Güte selbst. Du hast doch so viel für deine Arbeiter getan. Kantinen, Sportplätze, Erholungsheime... Ja, Papa, alle Welt liebt dich. Bitte, Papa. Danke, Frau Gut. Also, der junge Mann beginnt zu arbeiten wie ein Pferd. Er verzichtet auf alle Zerstreuung, auf jegliches Vergnügen. Mit einem Wort, ein Ehrgeiziger. Ja, ehrgeizig, ja, aber seiner sicher und entschlossen, alles zu wagen, um sein Ziel zu erreichen. Und dann? Und dann heiratet er. Eine reiche Frau. Nein. Ach. Nein, das ergibt sich nicht. Die Frau, die ihm gefällt, die er liebt, von der er weiß, dass sie ihn glücklich machen wird, denn er hat seine Vorstellung vom Glück, diese Frau ist keineswegs reich. Er heiratet die Tochter eines ehrenwerten Mannes, eines Justizbeamten, die für ihn eine wertvolle Mitgift hat, die Zugehörigkeit zur guten Gesellschaft. Mademoiselle Pasch. Meine Mutter. Ja, mir scheint, deine Geschichte ist stark autobiografisch. Ja, das finde ich auch, Henri. Ich mag's nicht, dass du die Wahrheit so mit erfundenen Geschichten vermengst. Diese junge Frau hat eine Tante, Mitte 70, teilweise gelähmt. Sehr reich, sehr geizig, egoistisch und boshaft. Tante Mart. Nein, Henri, hör auf. Lass Tante Mart aus dem Spiel. Bitte, bitte,
Lass uns von etwas anderem reden. Warum? Die Geschichte ist doch sehr spannend. Nein, Jacques, ich will nicht. Bitte, Henri. Moment. Ich bin gleich zu Ende. Oder fürchtest du dich? Ich wüsste keinen Grund. Alles, was ich erzähle, selbst wenn es mit mir zu tun haben sollte, gehört der Vergangenheit an, die tot ist. Vergessen und begraben. Wie die arme Tante Mart. An die ihr niemals mehr denkt, gibt es nur zu. Keiner von euch. Schon so lange her. 10 Jahre. Ja. 10 Jahre. Ein Gedenktag. Ein Gedenktag, mit dem unser Fest heute Abend eng zusammenhängt. Wie meinst du das? Es ist heute genau 10 Jahre her, dass Tante Mart in dem Zimmer hier über uns gestorben ist. Abends gegen 10 Uhr. Ja. Deine Mutter, Nicole, hat von ihr mehr als 10 Millionen geerbt, weil dein Großvater zugunsten seiner Tochter auf die Erbschaft verzichtete. 10 Millionen. Genug für mich, um mir eine Fabrik zu kaufen, meine Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen. Genug, um mir freie Bahn zu schaffen. Henri, sei still. Und um schließlich heute Abend meine erste 500 Millionen zu feiern, in Erwartung der Folgen. Eine merkwürdige Geschichte. Ja. Umso merkwürdiger, als Tante Mart, wenn ich euch daran erinnern darf, erstickt war unter ihrem Kissen. Na, und? Ein Kissen wirft sich nicht von allein auf eine alte Frau, oder? Papa, schweig! Ich flehe dich an! Das soll ein Scherz sein, wie? Das möchtest du dir gerne einreden. Es ist kein Scherz. Sieh deine Tochter an. Sie hat nicht einen Augenblick geglaubt, dass es sich um einen Scherz handelt. Warum hast du das gesagt? Hörst du? Sie fragt, warum ich es gesagt habe und nicht, warum ich es getan habe. Weil sie noch immer nicht glauben kann, dass du es gewesen bist, der das Kissen geworfen hat? Sag, dass du es nicht warst, Henri. Doch. Ich war's. Oh nein! Wenn ich nicht irre, Schwiegervater, verjährt ein Verbrechen bei uns nach 10 Jahren. Ja, aber... Es ist 9. Dann tritt also die Verjährung in einer Stunde ein. Ihr habt eine Stunde Zeit, um zu überlegen und zu handeln. Und zu handeln? Ja. Um mich anzuzeigen. Was sagst du? Ich glaube, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Um mich anzuzeigen, wenn euer Gewissen es verlangt. Ich verstehe dich nicht. Ich will, dass ihr alle, du, meine Frau, ihr, meine Kinder und du, mein unbestechlicher Schwiegervater, euch heute eurem Problem stellt, wie ich mich vor 10 Jahren meinem gestellt habe. Ich habe für euch mehr getan, als ein Mensch im Allgemeinen für die Seinigen tut. Bisher habt ihr nur das Gute mit mir geteilt. Jetzt möchte ich wissen, ob ihr auch den Mut habt, mit mir zusammen dem Schlimmen ins Auge zu sehen, wie ich es 10 Jahre lang ganz allein getan habe. Es ist ein Tag der Abrechnung sozusagen. Eine Abrechnung, bei der es ums Ganze geht. Für mich und für euch. Du bist ein wahres Ungeheuer an Überheblichkeit. Nein, ich bin nur ein Mensch, der seiner Tat nicht ausweicht, der sie seinen Richtern stellt, nämlich euch. Und der jetzt wissen will, ob die Menschen, die er liebt und immer geliebt hat, so wie sie sind, auch ihn so akzeptieren, wie er ist. Das ist ein moralisches Problem, ein Risiko, aber ich nehme es auf mich. Ich warte jetzt auf das, was ihr mir zu sagen habt. Du hast sie umgebracht, meine Schwägerin? Das ist doch nicht möglich. Die Untersuchung hat doch ergeben, dass es ein Unfall war. Die Untersuchung. Es war durchaus glaubwürdig. Sie war gelähmt. Die Beine, ja, aber sie konnte doch... Es ist doch denkbar, dass sie sich umdrehen wollte und aufs Gesicht fiel, mit der Nase ins Kissen. Ja, es ist nicht auch denkbar, dass ich sie so hingelegt habe. Hinterher. Was, ich glaube dir kein Wort. Du willst uns nur einen Schrecken einjagen. Sie wäre aufgewacht, bevor sie erstickte. Ist sie aufgewacht?
Nein, sie ist erstickt. Das ist erwiesen. Ja, das stimmt. Aber was hatte sie dir getan? Sie war im Begriff, ihr ganzes Vermögen in Hospitälern von Paris zu vermachen. Das erfuhr ich damals durch eine Indiskretion ihres Arztes. Sie wollte dem Abscheu, den sie für uns empfand, die Krone aufsetzen. Du übertreibst. Sie hat niemals... Doch. Doch, sie hat. Sie hat uns gründlich gehasst. Ja, dich vor allem. Weil du ihre Schwester geheiratet hattest und nicht sie. Ja, aber ich habe ihr doch nie etwas getan. Du warst das Kind ihrer Schwester. Das Kind, das sie nicht bekommen hat. Sie wohnte bei uns im Haus. Ich tat für sie, was ich konnte. Ja, ja, aber du stöhntest in einem Wort, oh, diese Tante Macht, was für ein Charakter, was für eine Last und so weiter. Und das hat sie nie gehört. Glaubst du? Eine Kranke wie sie, die sich nicht bewegen konnte, keine Ablenkung hatte, wäre nicht ganz von selbst dahin gekommen, unsere Gedanken und Gefühle zu erraten? Verlass dich drauf. Sie hat dich völlig durchschaut. Wir besuchten sie fast jeden Tag. Ja, weil euch nichts anderes übrig blieb. Und sie besaß 10 Millionen. Grund genug für dich, zu schmeicheln und zu heucheln. Ich sah eben etwas weiter als ihr. Was sie nicht davon abgehalten hat, auch dich um das Erbe bringen zu wollen, wie du sagst. Sie war ein altes Scheusal. Ich habe alles getan, was möglich war, um uns davor zu bewahren. Euch so gut wie mich. Und als sich dann herausstellte, dass die Situation verzweifelt war, da... Da hast du sie einfach getötet. Es war Notwehr. Sie war im Begriff, uns schweren Schaden zuzufügen, indem sie mich daran hinderte, die Pläne zu realisieren, von denen mein Erfolg abhing. Und damit auch euer Glück. Und das Leben von Tausenden von Familien, die meine Fabriken heute ernähren. Nur deswegen? Ja, deswegen. Ich wäre nie ans Ziel gelangt ohne die Erbschaft. Wir hätten doch bleiben können, was wir waren. Mittelmaß? Wir hatten, was wir brauchten. Ich nicht. Meine Situation war damals mehr als angespannt. Mein ganzer Verwaltungsrat war einstimmig gegen mich. Es stand auf des Messers Schneide. Entweder man zwang mich zum Rücktritt oder ich hielt stand. Ganz allein und war Sieger. Hochmut. Hochmut? Nein, das ist das gute Gefühl, mitten im Kampf zu stecken. Ach, schrecklich, dieser Kampf. Euch habe ich doch aus diesen Kämpfen herausgehalten. Ihr habt nur einen angenehmen Klang im Ohr, wenn von Geld die Rede ist. Ich aber habe die erstickende Atmosphäre langer Sitzungen kennengelernt, wo aus Freunden plötzlich Feinde werden, wo man siegen muss. Oder man wird herausgeschmissen, ohne Gnade, ohne Mitleid. Dieser Sieg auf der einen Seite und auf der anderen das Leben einer bösartigen alten Frau, die zu nichts nütze war. Wenn ich noch einmal zu wählen hätte, ich würde dasselbe tun. Das ist ungeheuerlich, was du da sagst. Aber Papa, die ganze Geschichte ist ja gar nicht möglich. Welche Geschichte? Dass du, Tante Macht... Ich meine, dass sie so gestorben sein soll. Was ist daran nicht möglich? Mama. Ja? Mama, erinnerst du dich? Als das Mädchen aus dem Kino kam und als sie Tante Macht oben fand, war Papa noch in der Fabrik. Wir haben ihn dort gleich angerufen, als Therese uns weckte. Ja, ich war in der Fabrik. Aber vorher war ich oben gewesen, bei Tante Macht. Und du hast das wirklich fertiggebracht? Es braucht nicht viel zu geschehen, damit eine alte Frau zu atmen aufhört. Sie ist überhaupt nicht aufgewacht. Ein Kissen auf ihr Gesicht, nur einige Sekunden. Dann habe ich sie auf den Bauch gelegt, als ob sie selbst sich umgedreht hätte und bin wieder in die Fabrik gegangen. Hör auf! Ich erkenne dich nicht wieder. Ihr alle habt mich akzeptiert bis zu diesem Augenblick. Ihr habt keinerlei Rechenschaft von mir verlangt, auch nicht darüber, woher das Geld kam. Ihr kanntet zwar nicht die Geschichte von Tante Marthe, aber ihr wusstet, dass ich 10 Fabriken ruiniert hatte, die versuchten, mir Konkurrenz zu machen. Ihr hattet von dem Selbstmord meines größten Rivalen von Morel gehört, der mir Widerstand leistete und den ich zugrunde richtete. Davon ist hier niemals gesprochen worden. Das ist doch ganz etwas anderes. Genau dasselbe. Er oder ich. Wenn ich verloren hätte, wenn wir nicht geerbt hätten von Tante Marthe, dann wäret ihr heute dort, wo die Morels sind. Du hättest dich als Näherin durchschlagen müssen. Deine Tochter wäre Sekretärin und dein Sohn würde keine Romane veröffentlichen, wenn Morel dieselben Methoden angewendet hätte wie ich.
Er wartete nur auf die Gelegenheit. Henri, Tante macht es doch nicht Morell. Willst du vielleicht behaupten, dass du sie geliebt hast? Sie war immerhin... Nein, bitte, gib dir keine Mühe. Jedes Mal, wenn sie oben klopfte mit ihrem Stock, hast du sie verwünscht. Denk mal an die Nacht damals, als wir beide schließlich allein waren in unserem Zimmer. Erinnerst du dich? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du hast mir Fragen gestellt. Ich? Nein. Doch. Damals fragtest du mich, ob ich nicht oben gewesen wäre bei Tante Marthe, bevor ich in die Fabrik ging. Nun, ja, ich fragte mich natürlich, ob... Ob sie ganz ohne mich erstickt war. Nein! Aber ja. Sonst würdest du jetzt nicht so schreien. Wie kamst du überhaupt darauf, ich könnte hinaufgegangen sein? Das konnte doch sein. Du gingst doch öfter zu ihr. Aber nicht am späten Abend. Niemals? Nein, niemals. Außerdem hast du mir gesagt, du hättest Schritte gehört oder zu hören geglaubt. Ja, das konnte doch das Mädchen gewesen sein. Therese war um 8:45 aus dem Haus gegangen. Es war aber 9:50. Als der Richter uns verhörte, hast du kein Wort gesagt von den Schritten. Warum nicht? Bitte lass mich! Ich kann nicht mehr! Ich will nicht mehr! Mama! Oh, Papa, wie kannst du nur? Du bist abscheulich. Deshalb hast du ja auch nach dem Tode von Tante Martha eine ganze Zeit Angst vor mir gehabt. Angst? Ja. Eine instinktive Angst. Du warst erst 18, aber du hast an diesen Unfall nie geglaubt. Du hast immer geahnt, dass hier etwas anderes im Spiel war. Zuerst hattest du deinen Bruder im Verdacht. Ja, aber... Er ging viel aus, das kostete ja schließlich Geld. Mir sagte er natürlich nichts davon, dass er Schulden hatte. Wie sollte ich dir klar machen, dass mein Beruf... Aber ich mache dir doch keine Vorwürfe. Ich erinnere nur deine Schwester an die erste Frage, die sie damals stellte. Ja, und was war das für eine Frage? Ist etwas gestohlen worden bei Tante Martha? Die Frage war doch ganz natürlich. So, war sie das? Dort habe ich hinter dem Vorhang gestanden an dem Abend, 2 Tage nach der Beerdigung, als du und Nicole... Bist du warst hier? Na siehst du, du erinnerst dich. Ja, ich war hier und ihr glaubtet, ich wäre noch in der Fabrik. Ja, ich wollte einmal ungestört mit Jacques sprechen. Du wolltest ihn zu dem Geständnis bringen, dass er Tante Marthe getötet hätte, um sie zu bestehlen. Ach, wie konnte ich denn? Es war ja gar nichts gestohlen worden. Du glaubtest, es gäbe ein Versteck, das wir alle nicht kannten, nur Jacques. Ich war unschuldig. Ja, Nicole ließ sich überzeugen. Und dann habt ihr beide euch die Frage gestellt, wer hat sie denn nun wirklich getötet? Ja, das stimmt. Weil keiner von euch die Möglichkeit eines natürlichen Todes überhaupt in Betracht zog. Ihr habt genau gewusst, was passiert war. Ihr alle. Nein, ich nicht. Ich habe es nicht gewusst. Du willst es heute nicht mehr zugeben. Ich muss mich um Mama kümmern. Wie besorgt. Merkwürdig. Dieser Gerichtsmediziner, dieser kleine Kläffer, er war auf der richtigen Spur, ohne es zu ahnen. Komisch. Er glaubte selbst nicht daran, aber... Euch hatte er hellhörig gemacht. Es war ein Mord. Das stand fest für euch alle. Auch für dich, Jacques. Gib es zu. Ich bestreite nicht, dass mir der Gedanke durch den Kopf ging, aber... Na, siehst du. Und da du nicht der Mörder warst, musste ich es sein. Aber die Untersuchung hat doch jeglichen Verdacht zerstreut. Und wem verdanken wir das? Ich weiß nicht. Dem Untersuchungsrichter Pasch, meinem Schwiegervater. Heute Landgerichtspräsident. Das ist nicht wahr. Ich hatte nichts zu tun mit dieser Sache. Aber du hast sie zu deiner Sache gemacht. Richter Remy führte die Untersuchung. Ja, aber du hast eine kleine Untersuchung für dich geführt. Sehr sorgfältig und sehr geschickt. Du hast uns alle verhört, bevor Remy es tat. Ich wollte wissen, ob der Eindruck des Gerichtsmediziners richtig war. Ja, natürlich. Da gibt's doch nicht zu lachen. Doch. Ein bisschen schon. Du hast uns verhört nicht wie ein Richter, sondern wie ein Anwalt. Was willst du damit sagen? Du suchtest keinen Schuldigen, sondern lauter Unschuldige. Das war doch ganz natürlich. Ja. Man verdächtigt nicht die Familie eines ehrenwerten Mannes, nicht wahr?
Du hast uns alles in den Mund gelegt, was wir Remy sagen sollten, ohne scheinbar daran zu rühren. Aber das ist nicht wahr. Du hast nicht gefragt, wie konnte es geschehen, dass sie sich umdrehte in ihrem Bett und auf dem Bauch einschlief, sondern du hast uns versichert, sie hat sich also umgedreht und ist auf dem Bauch eingeschlafen. Ja, wenn du alles so entstellst, was ich vor 10 Jahren vielleicht mal gesagt habe. Ich kann dir versichern, man wusste eine Antwort auf alles, wenn man aus deinen Händen in die von Remy gelangte. Umso mehr, als er von dir gehörig präpariert worden war. Also ich verbiete dir... Warum denn so empfindlich? Als ich mir Susanne, Nicole und Jack vornahm, hast du nicht ein Wort gesagt. Ich wollte abwarten, wie weit du gehen würdest. Bis zu dir, Schwiegervater. Und ich bin noch nicht fertig. Ich wüsste nicht, was du noch hinzufügen könntest. Nur noch dieses... Wenn alles nicht wahr ist, was ich hier vorbringe, wie konnte es dann passieren, dass die Untersuchung in 12 Stunden abgeschlossen wurde, nach einer einfachen Unterhaltung mit Remy, der uns nicht eine einzige lästige Frage stellte? Es ist ohne Nachprüfung hingenommen worden, dass Susanne in ihrem Zimmer war, dass Jacques im Café saß, dass Nicole bei Freunden war und ich in der Fabrik. Remy führt seine Geschäfte, wie er es versteht. Ohne den Angeklagten zu fragen. Ihr wart keine Angeklagten, keiner von euch. Ohne an die Verdächtigen die Fragen zu richten, die wesentlich waren. Ich wüsste nicht. Zum Beispiel, wer beerbte Tante Mart? Also schwamm drüber. Lieber kleiner Untersuchungsrichter Remy, er ist brav gewesen. So brav, dass ich schon fast Mitleid mit ihm hatte. Denn du warst sein Vorgesetzter. Ich weiß, wie das vor sich geht zwischen Leuten, die im selben Boot sitzen. Du beschuldigst mich also der Korruption. Oh, jetzt kommen die großen Worte. Aber ich schere mich den Teufel um Worte. Mich interessieren nur die Realitäten. Wenn ich hingerichtet worden wäre, hättest du doch wohl deine Entlassung einreichen müssen. Das ist doch geradezu unsinnig. Du redest mit uns in einem drohenden Ton. Du greifst uns an, machst uns Vorwürfe. Frage mich, ob ich nicht einen dieser Träume erlebe, in denen man vergeblich den Faden einer Logik sucht. Ich werde ihn dir wieder zusammenknüpfen, den Faden der Logik. Ich wusste, wie ich meine Karten ausspielen musste. Ich habe für ein Alibi gesorgt in der Fabrik, bevor ich in die Wohnung oben zurückkehrte. Ein Telefonanruf um 22:45 von meinem Büro aus und eine brennende Lampe für den Nachtwächter genügten. Vor einem normalen Untersuchungsrichter war ich unangreifbar. Aber du wusstest meine finanzielle Situation, kanntest meinen Ehrgeiz, meine Besessenheit, meinen völligen Mangel an Gefühl und an Skrupeln in Geschäften. Allerdings, du hattest große Angst vor einem Skandal und du brauchtest mich. Lass Großvater endlich in Ruhe. Nein, Jacques, es ist wahr, dass ich mit Remy gesprochen habe. Es ist wahr, dass ich keine Untersuchung wünschte. Und dass ich alles getan habe, um sie zu verhindern. Das ist wahr, dass ich euch alle Antworten zufliert habe auf die Fragen, die ich aus dem Munde von Remy erwartete. Ja, aber wenn es wahr ist... Ich schwöre dir, Jacques, dass ich nur an einen bedauerlichen Unfall geglaubt habe. Was ich getan habe... Mit vollem Bewusstsein. Ja, natürlich, mit vollem Bewusstsein. Ich habe es getan, weil es völlig überflüssig war, dass dieser Gerichtsmediziner einen Skandal verursachte. Du bist ja nicht klar darüber, Jacques, was für eine Verwirrung eine Untersuchung anrichten kann bei Unschuldigen. Aber du warst dir klar darüber. Ja, weil ich diesen Beruf ausübe. Und deshalb hast du Remy daran gehindert, seinen auszuüben. Weil es hier für mich kein Verbrechen gab. Und jetzt, Großvater? Da, Henri, nimm deine Villa zurück. Ich würde sie jetzt um keinen Preis mehr annehmen. Ich habe mich schuldig gemacht, ich gebe es zu. Aber Großvater... Ich habe zwar nicht gedacht, dass dein Vater oder du Verbrecher sein könnten, aber es konnte hier ein Verbrechen geben. Und das habe ich nicht verfolgt, um unseren Frieden nicht zu gefährden. Von meiner Seite war es eine Pflichtvergessenheit. Beruhige dich doch. Nein. Durch meine Schuld ist ein Verbrechen unbestraft geblieben. Bis heute. Ihr wirst dafür veranlassen, dass Papa jetzt noch verurteilt wird? Ich habe genug gespielt mit der Wahrheit. Aber was willst du tun? Meine Pflicht. Hallo? Nein, das wirst du nicht tun. Es ist 21:30. Ihr habt also noch eine halbe Stunde Zeit zum Überlegen. Ich brauche nichts mehr zu überlegen. Aber wir. Das ist eine Sache, die uns alle angeht. Nicole? Ja, Doc? Hol mal, wir brauchen eine Feile.
Was ist denn, Jacques? Ich wäre so gern allein geblieben. Das geht leider nicht, Mama. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung? Ja. Großvater will die Justiz alarmieren, solange noch Zeit dafür ist. Meinst du, Papa, dass das, was wir heute Abend hier erlebt haben, noch nicht genügt? Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss es tun. Aber wir sind vier. Jack hat recht. Was wird aus uns? An uns hast du überhaupt nicht gedacht. An Mama, an mich, an deine Enkel. Nicole, von klein auf habe ich dich zur Ehrlichkeit und Redlichkeit angehalten. Und du tust dasselbe mit deinen Kindern. Und deshalb will ich nicht, dass meine Kinder besudelt werden. Gewiss, Nicole, aber Gerechtigkeit geht über alles. Sieh mich an. Ich habe niemals Geld gehabt. Es hat mich nicht gehindert, zu studieren und vorherzukommen. Und was passiert, wenn der Name von Papa in den Schlagzeilen aller Zeitungen erscheint? Wie sollen meine Kinder damit fertig werden? Wie stellst du dir das vor? Du, der du vor 10 Jahren zurückgeschreckt bist vor einer einfachen Untersuchung. Aber das ist es ja gerade. Ich habe damals einen großen Fehler begangen. Du willst Papa ins Zuchthaus bringen? Ja, wenn er es verdient hat. Aber es geht um Papa. Er hat mir nur Gutes getan, hat mir ein glückliches Leben bereitet und das hat nichts mit seinem Geld zu tun. Und das kann nicht von dir mit einem Schlage ausgelöscht werden. Und wenn ich nun vor 10 Jahren meine Pflicht erfüllt hätte? Du hast sie erfüllt. Du hast uns verteidigt. Nein, nein, nein. Ich hatte einen feierlichen Eid geleistet, als ich die Robe des Richters anzog. Ich hatte geschworen, die Schuldigen ihrer Strafe zuzuführen. Ein Verdacht, wie ihn der Gerichtsmediziner ausgesprochen hatte, nicht einen Augenblick hätte ich gezögert, wenn es nicht um meine eigene Familie gegangen wäre. Ich will nicht in diese Geschichte verwickelt werden. Ich gehe noch heute Nacht nach Hause, mit den Kindern. Es fällt mir schwer, Papa, aber von heute an... Nicole! Du kannst sie sehen, Mama, so oft du willst, aber bitte nicht hier. Du willst sie mir entziehen. Das Verbrechen macht sich nicht bezahlt, Henri. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich bin nicht dein Richter. Aber die Kinder siehst du nicht mehr. Das musst du verstehen. Nicole! Papa ist nicht mein Mann. Aber meine Kinder, Mama, sind meine Kinder. Wir waren doch immer alle zusammen. Ist es meine Schuld, wenn wir es nicht mehr sein können? Und das ist alles, was du zu sagen hast? Ich werde dich noch mehr enttäuschen. Nicole kann sich auf ihr Gefühl berufen. Auf die Kinder und auf das Glück der Familie. Ich kann mich auf nichts berufen. Ich werde aber verhindern, dass ein Skandal ausbricht, der meine Karriere ruiniert. Ich will zu denen gehören, die leben. Ja, und das soll ein Leben sein? Das Leben, wie es ist. Ich bin hineingesetzt worden, ohne darum gebeten zu haben. Das ist eine Schande, die moralischen Werte so mit Füßen zu treten. Ach, die moralischen Werte. Sie existieren. Sie sind nur ein Instrument in den Händen derjenigen, die sich ihrer bedienen, eben um sie mit Füßen zu treten. Sage, was du willst. Ich bin ganz anderer Meinung. Du willst mir doch nicht einreden, Richter zu spielen für einen Hungerlohn. Das hieße Leben? Ich war glücklich bis heute Abend. Glücklich und zufrieden. Ein rechtschaffener Mann. Und das genügte mir. Heute ist mein ganzes Leben zusammengebrochen. Ich lebte mitten unter euch und kannte euch nicht. Wir lieben dich alle. Ja, und wir bewundern dich. Wie man die Heiligen bewundert. Während man sich gleichzeitig fragt, warum zum Teufel sie unbedingt Heilige sein müssen. Ja, ja, spotte nur. Ohne diese Menschen, ohne ihr Gewissen und ihre Pflichterfüllung, würde die Gesellschaft gar nicht mehr existieren, auf deren Kosten ihr beide, deine Schwester und du, eurem Egoismus die Zügel schießen lasst. Angenommen, sie wäre eines natürlichen Todes gestorben. Keiner hätte mehr an Tante Marthe gedacht. Warum soll ich mich plötzlich dafür interessieren, wie sie gestorben ist? Für mich hat dieses Problem nie existiert. Und wenn es für dich existiert hätte, was dann? Wie soll ich das wissen? Vielleicht hätte ich die Lösung nicht beschleunigt. Kann aber auch sein, ich hätte sie beschleunigt. Ich weiß es nicht. Ja, wie einfach das ist, über alle Probleme hinwegzugehen. Und ihr könnt leben mit diesem trüben Gewissen, ohne zu fürchten, dass eines Tages die ewige Gerechtigkeit... Oh, die ewige Gerechtigkeit. Und du, Susan? Ich? Ja, du. Hast du nachgedacht? Ich brauche nicht nachzudenken, Papa. Bin wie du. Von einem Gedanken beherrscht. Von einer Liebe, der ich blind gehorche. Sie heißt Henri. Ja, wer ist denn Mörder? Ja,
Was kann ich dafür? Ich habe ihm die Treue versprochen, in guten und in bösen Tagen. Erinnerst du dich, Papa? Am Tag vor unserer Hochzeit, da hast du lange mit mir gesprochen. Du hast mir gesagt, wenn Henri einmal krank werden sollte, unheilbar krank, oder wenn er mich betrügen sollte, würde ich nicht entbunden sein von meinem Eid. War es nicht so? Du redest ja an meiner Frage vorbei. Nein, ich halte nur fest an meinem Eid. An meinem Mann. Er besaß fast nichts, als ich ihn heiratete. Ich ahnte nicht, dass die guten Tage, die er mir versprochen hatte, uns diesen Reichtum bringen würden. Aber das ist es gar nicht, was uns verbindet. Nicht der Reichtum, ich hatte auch die Armut hingenommen. Auch nicht die Jahre der Leidenschaft. Als es mich schon verwirrte, wenn er nur meine Hand berührte. Nein, es ist mehr. Die ersten Schritte unserer Kinder. Die Unruhe, wenn sie krank waren. Die Augenblicke, in denen Henri, wenn er erschöpft war, mich brauchte. Ich bin ihm gefolgt in das Paradies, das er für uns geschaffen hatte. Aber ich wäre ihm auch ins Zuchthaus gefolgt. Das musst du verstehen, Vater. Zehn lange Jahre. Und wieder ist es 10 Uhr abends. Meine Tat ist verjährt. Ich danke euch. Wir sind wieder eine Familie. Auch du, Schwiegervater, gehörst dazu. Trotz allem. Soll ich dir noch etwas zu trinken geben? Nein. Nein? Danke. Vielleicht kann ich mich etwas zurückziehen. Möchte einen Augenblick allein sein. Natürlich. Bitte hier. In meinem Arbeitszimmer. Der Jack wird dich dann nach Hause fahren. Danke. Ich bin's noch einmal. Kommen Sie so schnell Sie können. Ende. Was soll das, Papa? Sei doch vernünftig. Lass mich zufrieden. So, hör doch. Nein, ich will nicht mehr hören. Du bist verrückt geworden. Du gibst mir sofort den Revolver. Papa. Lassen Sie mich vorbei. Das ist eine Unverschämtheit. Es ist 11 Uhr. Und... Wer sind Sie? Monsieur Dombré. Ja? Geben Sie her. Was? Den Revolver, den Sie in der Hand haben. So. Der Tote liegt nebenan. Bitte hören Sie auf zu heulen. Monsieur, um Himmels Willen, was ist geschehen? Mein Schwiegervater hat sich erschossen. Oh. Bitte nehmen Sie sich doch zusammen. Wer ist der Herr? Was will er denn hier? Wie kommt er überhaupt hier herein? Er ließ sich nicht abweisen. Ich weiß nicht, wer er ist. Sie haben gut getroffen. Genau in die Schläfe. Was soll das heißen? Dass Sie Ihren Schwiegervater, den Landgerichtspräsidenten Barsch, ermordet haben. Monsieur. Sind Sie verrückt? Ich habe versucht, ihm den Revolver wegzunehmen. Aber es ist Ihnen nicht gelungen. Nein. Schade. Wer sind Sie eigentlich? Inspektor Charmel von der Kriminalpolizei. Kriminal... Und warum sind Sie gekommen? Ich habe meine Gründe. Aber es... Sie konnten doch nicht ahnen. Doch, stellen Sie sich vor. Ich verstehe nicht. Sie waren mit Ihrem Schwiegervater allein dort im Arbeitszimmer? Ja. Also, dann erzählen Sie mal, wie es sich abgespielt hat. Ich habe alles versucht, um diesen Selbstmord zu verhindern. Das sagten Sie schon. Als ich ins Zimmer kam, hatte er den Revolver schon in der Hand. Nur mit großer Mühe gelang es mir, ihn festzuhalten. Dabei sehen Sie ziemlich kräftig aus. Er wehrte sich mit aller Energie. Wie alt war er? Fast 70. Weiter? Dann bin ich ausgerutscht und bis ich wieder auf den Füßen war... Kurz, er hat versucht, sich zu erschießen und Sie haben ihn daran gehindert. Sie können die Spuren des Kampfes sehen, den ich mit ihm geführt habe. Und Sie? Ich? Ja, wie heißen Sie? Therese, ich bin das Mädchen. Was haben Sie gesehen? Nichts, ich war in der Küche, ich hatte gerade aufgeräumt. So spät noch? Ja, es war eine ganze Menge Geschirr.
Hat es ein Diner gegeben? Ja. Wer war dabei? Nur meine Familie. Ich habe Sie nicht gefragt. Wer war dabei, Therese? Ja, Monsieur, Madame, Monsieur Page. Mhm. Ja, und dann noch Monsieur Jacques und Madame Nicole. Die Kinder waren... Bleiben Sie hier, das ist für mich. Was will denn dieser Inspektor von Ihnen? Das möchte ich auch wissen. Wer hat ihn kommen lassen? Ich nicht. Warten Sie vor der Tür und sagen Sie mir Bescheid, wenn jemand kommt. Jawohl, Herr Inspektor. Also, Therese, Sie hatten heute Abend ein Diner für 5 Personen. Ja, Monsieur. Aus welchem Anlass? Ich weiß nicht. Ich feierte meine erste 500 Millionen. Donnerwetter. Inspektor, Sie scheinen nicht zu wissen, wer ich bin. Als Präsident der Stahlwerke Dombray & Company arbeite ich ausschließlich für das Marineministerium. Ich bin Mitglied des Wirtschaftsrates und Offizier der Ehrenlegion. Und? Was hat das alles zu tun mit der Tatsache, dass Sie den Landgerichtspräsidenten Page ermordet haben? Ich habe ihn nicht ermordet. So. Wo sind die anderen Mitglieder der Familie? Madame Nicole ist nach Hause gegangen. Wo wohnt sie? In der Rue François. Ist das weit? Nein, kaum 200 Meter. Holen Sie sie. Ja. Was hatte meine Tochter damit zu tun? Überlassen Sie das bitte mir. Holen Sie sie. Ja, Monsieur. Was ist hier los? Draußen steht der Polizist. Sind Sie Jacques Dombray? Ja. Wo kommen Sie her? Aus der Garage. Ich wollte meinen Großvater nach Hause fahren. Wann sind Sie weggegangen? Vor einer Dreiviertelstunde. Ist es so weit bis zu Ihrer Garage? Nein, ein paar Minuten nur, aber ich musste einen Reifen wechseln. Richtig, der eine Reifen hatte kaum noch Luft, als ich den Wagen in die Garage fuhr. Sie wussten also, dass Ihr Sohn länger fortbleiben würde? Ich dachte... Wer hat Sie in die Garage geschickt? Ich. Mein Schwiegervater hat keinen Wagen, das ist doch wohl ganz natürlich. Warum verteidigen Sie sich? Ich habe noch nichts gesagt. Also Indizien solcher Art können Sie zu Dutzenden erfinden. Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird. Wo ist Ihre Mutter? Meine Mutter? Ja, wo ist sie? Wahrscheinlich in Ihrem Zimmer. Bitte holen Sie Ihre Mutter. Ja. Wo befindet sich das Zimmer von Madame Dombray? Genau über uns. Meinen Sie, dass man dort einen Revolverschuss nicht hört, der hier abgefeuert wird? Das kann ich doch nicht beurteilen, darin habe ich keine Erfahrung. Madame Nicole kommt gleich, Herr Inspektor. Sie musste erst das Mädchen wecken, damit sie auf die Kinder aufpasst. Ja, richtig, die Kinder. Wo waren denn die Kinder heute Abend? Hier. Wie alt sind sie? 2 und 4 Jahre. Ich kann Mama nicht wachkriegen. Was? Ja, ich habe es versucht, aber sie schläft zu fest. Wecken Sie sie um jeden Preis. Monsieur Dombray, Sie sind gar nicht erstaunt über den festen Schlaf Ihrer Frau. Sie hat ein Schlafmittel genommen. Wer hat ihr dieses Schlafmittel gegeben? Sie, Therese? Nein, Monsieur. Na, das ist doch lächerlich. Meine Frau fühlte sich nicht wohl. Das ist Madame Nicole. Lassen Sie sie herein und sehen Sie nach, ob Madame Dombray jetzt wach ist. Madame Nicole Grange, Herr Inspektor. Kriminalpolizei. Sie sind hier, weil mein Großvater... Ja. Wo ist er? Nebenan. Aber ich habe vorher einige Fragen an Sie zu richten, Madame. An mich? Ja, ich bin hier, um gewisse Feststellungen zu machen. Hast du den Inspektor gerufen, Papa? Sie wohnen in der Rue François? Ja. Mit Ihrem Mann und Ihren Kindern? Ja. Wo ist Ihr Mann? Auf einer Geschäftsreise. Wann ist er abgereist? Vor ungefähr 8 Tagen. Und Sie haben so lange bei Ihren Eltern gewohnt? Ja, wie immer, wenn mein Mann nicht da ist. Meine Tochter hat ihr Zimmer bei uns behalten, auch nach der Heirat. Ich verstehe. Und nach dem Diner haben Sie sich entschlossen, mit Ihren Kindern nach Hause zu gehen? Ja, mein Mann kommt heute zurück. Aber warum so spät abends noch 2 schlafende Kinder stören, wenn am nächsten Tag Zeit genug ist? Der Weg ist doch nur kurz. Hatten Sie vielleicht einen Grund, so überstürzt nach Hause zu gehen? Ich verstehe nicht. Worüber haben Sie gesprochen im Laufe des Abends? Über dieses und jenes. Und Ihr Großvater, wie war er? Hat er den Eindruck gemacht, dass er die Absicht gehabt haben könnte, sich umzubringen? Nein. Dann hat Sie also dieser Selbstmord überrascht, als Sie von Therese informiert wurden. Ja, ja, aber worauf wollen Sie denn hinaus, Inspektor? Ich soll deinen Großvater ermordet haben. Papa! Es wird sich herausstellen, dass sich auf dem Revolver seine Fingerabdrücke befinden. Gewiss. Aber darauf war ich gefasst. Ja, Herr Inspektor? Was wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie, Madame, dass ich Sie habe wecken lassen, aber Ihr Vater... Ich weiß. Ja, Therese hat es mir gesagt. Entschuldigen Sie, ich bin noch ganz... Können Sie sich vorstellen, Madame, dass Ihr Herr Vater irgendein Motiv gehabt hat? Ein Motiv? Ich wüsste nicht. Vielleicht eine Depression, eine plötzliche Krise. Nein, Madame, ich kannte den Landgerichtspräsidenten persönlich. Er war die Ehrbarkeit in Person.
Ein Mann, der mit sich im Gleichgewicht war, wie selten einer. Ja, ich begreif's ja auch nicht. Es tut mir leid, Madame, aber verschiedene Umstände zwingen mich, eine andere Erklärung zu suchen. Was für eine Erklärung? Alles lässt vermuten, dass Ihr Vater keinen Selbstmord begangen hat. Er ist ermordet worden. Ermordet? Ja. Aber von wem denn? Von Ihrem Mann. Was sagen Sie? Okay. Es ist nicht wahr, Susanne. Ich habe eine Zeugenaussage. Eine Zeugenaussage? Er selbst. Ihr Schwiegervater klagt Sie an, Monsieur Dombré. Aber er ist doch tot. Bevor er starb, hat er gesprochen. Mit wem? Mit mir. Aber Sie sind doch erst gekommen als... Um 10:45 hat mich Landgerichtspräsident Barsch angerufen. Sie angerufen? Warum? Warum? Welchen Grund könnte Monsieur Barsch gehabt haben, Selbstmord zu begehen? Und welchen Grund könnte ich gehabt haben, ihn zu töten? Wir werden sehen. Ich halte mich vorläufig an die Aussage von Monsieur Barsch. Aber den Telefonanruf haben nur Sie gehört? Nein. Ich und das Magnetophon. Kommen Sie schnell, Inspektor. Ich habe das Gefühl, dass er mich umbringen will. Wenn Sie zu spät kommen sollten, lassen Sie sich nicht täuschen. Er wird alles so arrangieren, dass es aussieht wie ein Selbstmord. Aber ich flehe dich an. Sag etwas. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen, Madame. Papa. Ich frage Sie noch einmal alle vier. Keiner von Ihnen glaubt doch im Ernst, dass Monsieur Barsch die Absicht gehabt haben könnte, Selbstmord zu begehen. Ist einer unter Ihnen, der Monsieur Dombré eines Mordes nicht für fähig hält? Danke. Alles Übrige ist Sache des Untersuchungsrichters. Kommen Sie, Monsieur Dombré. Herr Inspektor, bitte lassen Sie mich einen Augenblick mit meiner Frau allein. Gut. Aber lassen Sie mich nicht zu lange warten. Komm, Nicole. Le Poul, Papa. Susanne, du glaubst doch nicht, dass ich deinen Vater getötet habe. Nein. Du hast ihn nicht getötet. Ihn nicht. Aber warum? Warum hast du diese Katastrophe heraufbeschworen? Ich konnte diese Wahnsinnstat nicht voraussehen. Trotzdem, warum? Du hattest doch uns. Ich hatte euch, weil ich euch alles gab. Oh, das war es nicht, Henri. Ich weiß, Susanne. Jetzt weiß ich es. Du hast daran gezweifelt. Mein Geld hatte um mich herum nur Abneigung. Nur Hass hervorgerufen. Und deshalb wollte ich wissen, selbst auf die Gefahr hin, dass alles zusammenbrach, ob ihr es ertragen könntet, mich so zu sehen, wie ich bin. Ach. Ja. Trotz allem, was ich verliere, ich fühle zum ersten Mal, wie reich ich hätte sein können. Wie reich... Das Verbrechen von Yvonne Noé und Pierrette Caillol. Ins Deutsche übertragen von Karl Dietrich Karls. Für den Funk bearbeitet von Hartmann Götz. Die Mitwirkenden waren Henri Dombré, Martin Held, Susanne, seine Frau, Inge Birkmann, Nicole, seine Tochter, Dagmar Altrichter, Jacques, sein Sohn, Günther Ungeheuer, Landgerichtspräsident Page, Heinz Hilpert, Charmel, Kriminalinspektor, Rudolf Romberg, Therese, Hausangestellte, Lore Eberhardt. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Irene Tillmann, Assistenz Josef Gabriel.